Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Latest Path of Progress. So, wir machen heute die Mission 18. Und zwar unsere Aufgabe auf einer 150er Map. 120 aktive Automaten in der Stadt. Das heißt, wir brauchen ordentlich Eisen. Und ordentlich Dampf. Aber Dampf ist es nicht das Problem, eher das Eisen wahrscheinlich. Und 16.000 Kartoffeln pro Jahr ernten. Das ist eine Lebensaufgabe, Leute. So, was kriegen wir hier als Ratschlag? Planen Sie genau, wie Sie Ihre Ackerhöfe platzieren, um das meiste an fruchtbarer Erde nutzen zu können. Was sagt uns das? Hier gibt es wahrscheinlich wenig fruchtbare Erde. Das ist schon mal schlecht. So, schaut mal, kämen wir auf Pause. Und schauen wir uns schön um. Es gibt hier viel Gebirge, sehr wenig Dampf. Okay, hier können wir Alkohol draus holen. Das geht. Hier können wir ein bisschen Alkohol produzieren. Ich schau gerade. Wo ist denn das? Da, der Wildhüter und die Destillerie, genau. Jo, wir können nur Kartoffeln anpflanzen. Gut, das muss mal reichen. Wir werden viel Bevölkerung haben, aber nur bis zum... Ist das auch Dampf? Jawohl. Aber nur bis zum Essen. Recht viel weiter will ich den nicht upgraden. Eisen. Ja, das ist aber wenig hier. Da kriege ich gerade mal eine Mine raus. Das ist Gold, oder? Na, was ist das? Gold, jo. So ein bisschen Kupfer wäre noch nice. Wie schaut es hier aus? Das ist auch Gold, ne? Gold. Gut, hier haben wir nur Eisen, ja, das geht, aber 120 Automaten, das, ja, gut. Gut, hier haben wir etwa, hier haben wir genug Fläche und hier haben wir auch eine riesige Fläche, also da brauche ich nicht haushalten mit der Fläche, das ist Blödsinn. Wir haben genug Platz hier, die Frage ist eher, wo baue ich die ganzen Leute hin? Hier in die Mitte vielleicht? Am besten hier in der Mitte. So rüber ein paar Achterzeilen. Das wird wohl das Gescheiterste sein, ne? Oh. Machen wir da mal eins runter. Hoppala, so. Ja, das ist zu nahe. Das ist blöd, ist das. Blöd, blöd, blöd. So, hier. Das ist besser. Na, weg da. So, dann machen wir ein paar schöne Häuserchen. Pause haben wir, oder? Ja. Ein paar Häuserchen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das geht sich doch wunderbar und wunderschön aus. Und ein schönes Sträßchen. So, hier auch. So, da ist Endstation. So, 2, 4, wir machen ein bisschen weniger Platz jetzt. 2, 4, 6, 7. Das muss jetzt reichen. Dass das ein bisschen enger wird. Ne? Wir brauchen einfach den Platz hier ein bisschen, wir müssen den ein bisschen besser nützen, auf Deutsch gesagt. Also, da können wir sie nicht unendlich breit machen. So, hier können wir auch noch ein paar am Rand hin. Dann die Straße hier raus. Jo, und dann machen wir hier schöne Stopper. Und hier auch. Und dann passt das schon. So, ein paar Häuserchen noch. Und zwar hier hinten. So, dann Abstand. Hier was Hübsches. So, da müssen wir das weitermachen, hier die Lane. Also, hier was Hübsches. Da Häuser und da die Lane. So wird es gemacht. Wir machen das jetzt richtig effektiv. Nicht mehr so viel Verzierungen, nur mehr ein paar. So, das muss weg, da das Zipfelchen. So, jetzt haut das wieder hin. Eins nach unten verschieben praktisch. Und wir bauen weiter. 2, 4, 6, 7. Zacki, zacki. So, und was haben wir da Abstand? 2, 4, 6, auch 7. 2, 4, 6, 7. So, da geht es dann weiter.
Da brauchen wir zwar ein bisschen mehr Service, aber ich brauche extrem viele Arbeiter, damit wir diese Kartoffelberge hier ernten können. Weil das wird wirklich eine Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen. So. Hier pflanzen wir überall Häuser hin. Jo, das sieht du bis jetzt ganz passabel aus. Wir machen nur ein paar Stopper. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das richtig mache. So sollte das funktionieren, jawohl. Und hier noch einer. Nee, das ist blöd. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Irgendwie komme ich gerade dann. Warte mal, hier gehen die. Dann hier gehen die. Hier gehen die. Und hier sind schon die nächsten. Ja, das heißt, hier muss ich nur machen. Warte mal, eins. Jetzt komme ich durcheinander. Eins. Hier ist das zweite und hier ist dann das dritte, genau. Da müssen wir noch ein bisschen den Weg verlängern. So, 2, 4, 6, 7. So, das Bar. Hoppala. Mein Gott, jetzt habe ich mich verhaut. Jetzt müssen wir den Scheiß weg. Jetzt habe ich mich verhaut. Also die Steuerung ist manchmal ein bisschen tricky. Man verklickt sich hier sehr, sehr gerne. Man könnte natürlich jetzt auch reinzoomen, aber... Draußen habe ich mehr Übersicht, darum bleibe ich da lieber draußen. So, wir haben's. Stoppen noch hierhin und hierhin und das passt. So, dann werden wir hier noch einen Weg rausmachen und hier noch einen Weg runter machen. Selbstverständlich stoppbar, weil sonst haben wir nämlich einen Arsch offen. Gut, das war's mal dazu. Jetzt Servicebetriebe. Ein Servicebetrieb hier. Ein Servicebetrieb hier. Und ein Servicebetrieb hier. Eine Steuerbehörde, weil wir wollen auch was kassieren. Hier, hier und hier. Danach der Brunnen. Den machen wir da oben. Ein Brunnen. Zwei Brunnen. Und der dritte Brunnen. Was können wir noch machen? Einen Kramer. Ein Kramer. Zwei Kramer. Drei Kramer. Die sollen mal alles ablehnen. Wir werden die auch vorerst einmal abschalten, weil im Moment brauchen wir es eh noch nicht. Und das spart uns immerhin 12 mal 3 Arbeiter. Da mache ich lieber die Felder. So, alles ablehnen. Und dann machen wir noch daneben diesen Geisteraustreiber hier. So. Jo. Und Felder, die machen wir da unten. Das heißt... Die Lane kann da schon mal gerade gehen. Hier kann man ein bisschen Industrie machen, rechts, links, genau. Ich mache mal hier einen Stopper, da machen wir Rathaus und Co. So, hier das Rathaus, einen Servicebetrieb, wenn ich ihn finde. So, und vielleicht auch einen Handelsposten. So, und dann eröffnen wir mal die Handelsrouten. Eine Handelsroute, zwei, das sind wir, drei, vier, fünf. 5 mal 5 sind 2500, so wir schalten wieder auf Stopp hier. Schauen wir mal, wo die reinkommen überhaupt. Dass wir da ein bisschen Ahnung haben, wo sie herkommen. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Kommen die überhaupt irgendwo her? Da oben. Gut. Sie kommen von oben, durch den Sumpf. Ja. Wie gesagt, hier geht's weiter und da bauen wir dann gleich einmal ein paar Farmen. Das machen wir gleich besser nach unten da. Das sollte mal reichen für eine saubere Aktion. Wir bauen zweimal das da. Zweimal deswegen, weil wir brauchen wirklich viele Kartoffeln, Leute. Wir brauchen da Platz für die Kartoffeln. Dummerweise gehen nämlich nur 6000 rein. Das ist jetzt... Ja, nicht so viel. Dann bauen wir natürlich gleich ein paar Farmen, und zwar Kartoffelfarmen. 1, 2, 3, 4. Ich baue jetzt mal nur 5, weil wir haben noch nicht so viele Leute. Genauer gesagt gar keine. Die müssen erst einsiedeln hier. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Wir können inzwischen dann hier nur das erweitern vielleicht. Also das geht natürlich immer. So, zumindest bis daher. So. 2, 4, 6, 7.
Zack. 2, 4, 6, 7. Dann muss man das natürlich so machen. Was habe ich jetzt gemacht? Blödsinn offensichtlich. Muss wieder weg. Das muss auch weg. Das auch. Und hier werden wir wieder 1 raufgehen. So, dann nehmen wir das hier. Wir stoppen hier. Wir stoppen hier. Hoppala, und wir stoppen hier. Das ist ein bisschen falsch, der eine da. Oh, diese Straßenbau. Wahnsinn, man muss immer daneben klicken, dass man trifft. Das ist natürlich irrsinnig blöde. So, und jetzt geht's da entlang, ne? Und hier kommen wieder Häuser. Hier noch. Da hinten geht sie leider keins mehr aus. Und hier. So, da haben wir einen Stopper vergessen. Der ist ganz wichtig. So, Servicebetrieb. Einen Brunnen geben wir hier hin. Einen Servicebetrieb. Hier eine Steuerbude. Hier das Zirkuszelt. Hier und einen Krämer brauchen wir noch, wenn ich ihn finde. Jawohl, der geht hier. Alles ablehnen vorerst. So, wie schaut's aus? Es kommen Leute, es fehlt natürlich Arbeit jetzt, das ist klar. Aber das wird schon, das wird schon. Die kommen schon mit der Zeit jetzt, das ist kein Problem. Ich schalte mal auf schneller, dann geht es zügig. Wir werden hohe Steuern vorerst machen, dass das Geld nicht zu viel rapide bergab geht. Und Löhne werden wir ein bisschen runtersetzen, so ein bisschen Schweinestyle, aber nur vorübergehend, selbstverständlich. So, ihr könnt wieder kommen. Ich schätze jetzt mal, 600, 700 werden es insgesamt werden, da was da reinkommen. Es reicht auf jeden Fall, dass wir alles in Betrieb nehmen können. Es wird auf jeden Fall reichen. Also ich denke mal 500 auf jeden Fall. Es müsste laufen. So, wir haben eine Arbeitslosigkeit. Das heißt, ich kann wieder Farmen bauen. Nö. Hier arbeitet niemand. Wieso nicht? Die fangen erst an, okay. Gut, dann bauen wir ein bisschen Arbeitslosigkeit auf, dass die nachher ihre Farmen benutzen können. Jawohl. Das passt. Da kann ich gleich noch 5 machen. Wir brauchen ordentlich Essen. 1, 2, 3, 4, so 5. So, ihr könnt langsam anfangen da zu farmen. Insgesamt werden es fast 1000 werden jetzt, die Leute. So, das ist in Betrieb, die Farmen. Jawohl. Es fehlen auch fast keine Arbeiter mehr, das haben wir hinter uns. Jawohl, wir haben eine Arbeitslosigkeit. Nice. Wenn man das als normaler Politiker sagt, juhu, wir haben Arbeitslose, dann greift man sich wohin, aber okay. Ich würde sagen, wir bauen nochmal 5 so Farmen hier. Ich mache hier nur einen zweiten Weg rauf. So. 5 so Farmen. 1, 2, 3, 4, 5. Da könnte man einen 6 machen, wenn wir das ein bisschen gescheiter hier machen. So, zu wenig Arbeiter, ja, aber es ziehen ja noch welche hinzu. Sobald ihr geerntet habt, 6000 Kartoffeln wurden in ihr Lager gebracht. Jo, wir kriegen 6000 Kartoffeln, das ist super, das heißt, wir können die Bevölkerung jetzt wachsen lassen. Ihr nehmt Kartoffeln an. Achso, den muss ich einschalten. Du nimmst Kartoffeln an. Du nimmst Kartoffeln an, hoppala, nicht hier. Und der Letzte wird auch Kartoffeln annehmen. So viel haben wir zwar jetzt nicht, aber ich hoffe mal, die teilen sich das halbwegs gerecht auf. So, und ihr erntet schön. Es gibt eine schöne Ernte. Der Krämer holt die Kartoffeln ab. Also einmal wird es reichen, dass die upgraden. Und den Rest müssen wir dann schauen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist dieser Waschdings da. Den können wir schon mal da wohin. Einer. Zwei. Drei. Und vier. Dass die schön upgraden. Wir brauchen jetzt wirklich langsam Upgrade hier, Leute. Aber das müsste gleich gehen. Also die haben jetzt Kartoffeln. Jawohl, hier geht es schon vorwärts. Jetzt sind sie Stufe 3.
Die wollen natürlich auch, dass es ein bisschen hübscher wird. Das haben wir noch nicht gemacht. Das werde ich jetzt tun. Schnappen wir sich ein paar Brunnen. Zack. 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 So, da freut sich unsere Bevölkerung. 7 ist besser wie 9. Das ist wesentlich kompakter, Leute. Und es geht auch so. Es gefällt ihnen zwar nicht megamäßig, aber sie kommen gut damit klar, unsere Bürger. So, passt auch. Und zwischenzeitlich können wir noch ein paar blaue Blümchen hier noch pflanzen, dann passt es so richtig hübsch. So, das müsste jetzt Stufe 4 sein. Jetzt brauchen sie Alkohol. Genug Leute haben wir. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel kriegen. Da ist gar nichts lagernd. Da müssen wir mehr produzieren. Ne? Wow, 41% Arbeitslose. Fu, 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 fu. Da hat man natürlich viel, wenn nur Kartoffeln geerntet werden. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir 20 Felder. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. So, wir haben 20 Kartoffelfelder. Das heißt, 240 Arbeiter hier. Das ist schon sauber. Es dürfen jetzt nicht zu viele werden, weil sonst wird das hier aktiv und das kann im Moment noch nicht so wirklich gebrauchen. Hier oben werden wir noch was machen. Und zwar, wir schauen darauf einmal. So, machen wir das einmal so, den Weg. Und jetzt schaue ich, ob ich hier was bauen kann. Und zwar bräuchte ich... Wo ist er denn, der Jäger da? Da, der Wildhüter. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Jo, hier kann ich bauen, das geht. Dann bauen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, dann machen wir 6. Wir sperren das hier ab. Da brauchen wir es nicht absperren. Einen Servicebetrieb nur dazu. Jetzt ist es in Ordnung. Und dann brauchen wir natürlich noch die Destillerien. 1, 2, 3. Wir machen 3 Destillerien und ein großes Lager. Ihr werdet alles lernen und nur Absinth und das, wie heißt es da? Und Feen annehmen. Und zwar Absinth nehmt ihr 6000 an und Feen 2000. So. Sollte halbwegs korrekt sein. Wie schaut's aus da? 15 Arbeiter fehlen, gut, das ist zu ertragen. Wenn die jetzt auch noch upgraden, dann wird's ein bisschen viel. So, jetzt bauen die alle Alkohol und dann passt es. So, wir brauchen 120 Automaten und Kartoffeln produzieren wir wie Sau. Also das haut auf jeden Fall hin. Schauen wir mal, wie viel es dieses Jahr werden. Die Ernte wird jetzt ein bisschen größer ausfallen. Ich lasse das mal ein bisschen vorspulen, weil ich möchte jetzt gerne wissen, wie die Ernte ist. Es gibt mehr Migranten, die in die Stadt ziehen wollen. Das finde ich doch positiv. So prinzipiell. So, schön ernten. Und dann schauen wir mal, was wir da Kartoffeln zusammenkriegen. Das müsste jetzt eh reichen. Also 20 Felder sollten eigentlich reichen. Auch für die Ernährung von unseren Leuten. Jetzt, ne? Jetzt bin ich echt neugierig, wie viele das werden. Das muss jetzt ein Haufen werden. Und von den Arbeitslosen, das müssen natürlich auch dann x Leute werden. Ja, 37%. Das ist natürlich hardcore. Schaut euch mal diese Kartoffelparty an, Leute. Ernsthaft. Aber hier steht 9700. Jetzt haben wir geerntet und es wird nicht mehr. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht so ganz. Das ist ein bisschen Rätsel. Die holen schon wieder ab hier. Und es kommen Kartoffeln nach. Jo. Jetzt geht es gleich los, wenn die hier auch aufsteigen. Was ist mit euch los? Ja, die brauchen Nahrung, okay. Was haben wir hier? Alkohol, Feen brauchen wir nur ein bisschen mehr. Das heißt, ich sollte hier noch zwei so Dinger hin da. Wir brauchen eine Spur mehr. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.